Hier ist der Ober und hier ist die Ursel. Wir sind hier bei dem bekanntesten Sprayer der Stadt. Der sprüht gerade die Namensgeberin von der lieben Ursel an die Wand, da oben. Und die lächelt mit mir. Die ist total zufrieden über den Hessentag. Und gleich, wenn der Herr Janista für uns Zeit hat, der mit seiner Firma Kanister hier in Oberursel für die tollen Sprays zuständig ist, dann werden wir mit jemandem ein Interview führen. Bis gleich. Okay, jetzt sind wir drauf. Ich habe dich gerade schon mal vorgestellt, du bist der bekannteste und beste Sprayer von Oberursel. Zumindest der, der es in die Handwerkskammer geschafft hat. Mhm. Ja, das ist eine große Klasse. Du bist auch dafür zuständig, dass die Jugend nachkommt? Das ist richtig, ganz genau. Also vom Workshop her und vor allen Dingen vom Teaching her, dass die Jungs und auch die Mädels vor allen Dingen in unseren Workshops gleich an die richtige Kunst rangeführt werden. Ja. Ja, und nicht einfach irgendwo ein Tag hinsprühen, was da nichts zu suchen hat. Ja gut, das passiert immer mal. Ja, das kommt schon richtig. Vor. Wie hat das angefangen, dass du hier die Ursel sprühst? Es hat so angefangen, dass es ein klassisches Motiv in der Planung gewesen ist. Natürlich für den Hessentag, ganz klar. Sollte auch schon ein bisschen die Tradition und auch, wie man hier sieht, drüben die Herrenmühle. Richtig gute Plätze von Oberursel. Ja, und vor allem auch markante Plätze hier für die Besucher darzustellen. Ja. Okay, super. Und wie bist du so mit dem Besucherstrom zufrieden hin? Sehr gut. Ja. Es waren ein paar Tage verhalten. Ja. Aber letztendlich die Leute, die hierher kommen, wir führen sehr gute Gespräche. Ja. Es ist also kein Publikum, was vorbeigeht und mal kurz dem Sprayer zusieht und wieder zieht, sondern es sind sehr gute Aufträge auch zustande gekommen. Ja. Und vor allen Dingen der Zuspruch für das Bild an sich und auch für die Kunst, der ist enorm. Ja. Okay, super. Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Danke sehr. Prima.